Ich nehme an, dass ihr Fragen habt. Tut nicht so überrascht. Ich gehe dorthin, wo ihr hingeht. Wir sind jetzt untrennbar. Ah, die Gravestone. Nicht genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Habt ihr uns hierher geführt? Die eigentliche Frage ist doch, warum sind wir hier? Ihr habt das Reich meines Sohnes selbst erlebt, seine Reichweite. Und Weyling, sie glaubt nicht an Zurückhaltung. Wir können Arkan nur besiegen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich gehe davon aus, dass ihr schon eine Vorstellung davon habt, wie das gelingt. Ich kenne Aspekte. Doch im Zentrum verbleibt ein unbekannter Faktor. Ihr. Ihr müsst bereit sein, meine Hilfe als solche zu akzeptieren. Und das wird früher der Fall sein, als ihr es euch vorstellt. Macht euch bereit für einen Kampf, Leute! Sie haben uns gefunden! Sprungtruppen brechen durch den Eingang! Hey! Passt auf das Schiff auf! Kompliment. Gut zerlegt, Herr. Das ist nur die erste Welle. Es sind noch mehr unterwegs. Ich fange sie ab. Die Gravestone ist bald bereit. Ich brauche nur noch... Sagt jetzt bitte nicht 3 Minuten. Verschafft mir nur etwas Zeit. Ich bringe uns in die Luft. Ich bin bei euch. HK, bleib zurück und hilf Korf. Du rührst nichts an, solange ich es nicht ausdrücklich sage. Sagte, es würden noch mehr kommen. Wenn man sich bei Arkan auf etwas verlassen kann, dann darauf, dass immer noch mehr kommen. Es sind zu viele. Wir müssen weiterkämpfen. Hey, braucht ihr da draußen vielleicht etwas Hilfe? Nein, wir haben bereits Hilfe. Ihr habt was? Ihr seid spät dran.
Ihr habt einen Ritter dazu gebracht, die Seite zu wechseln. Nicht alle von uns folgen Arkan blind. Mehr Widerstand, Ritter! Hohe Richterin, wir haben den Fremdling. Ich hoffe, ihr seid bereit, gegen eure eigenen Leute zu kämpfen, Senja. Ich habe kein Problem mit ihnen. Es sei denn, sie stellen sich mir in den Weg. Da denkt wohl noch jemand so pragmatisch wie ihr. Spart euch das. Zeigt, dass ihr kämpfen könnt. Töten. Verschwindet von hier! Rettet euch! Was ist das? Eine Gelegenheit. Ihr seid in der Unterzahl. Eure Sith-Freundin erwartet der sichere Tod. Ich kann sie retten. Ich brauche dafür nur einen kurzen Moment der Kontrolle. Nehmt meine Hilfe an oder seht zu, wie sie stirbt. Aber entscheidet euch rasch. Ihre Zeit läuft aus. Kümmert euch darum. Gerne. Er das? Diese Kraft? Ich kam, um zu helfen, aber das scheint gar nicht nötig zu sein. Ist die Gravestone startbereit? Soweit ich das sehe, ja. Anscheinend haben wir alle. Los geht's! Nein, Moment. Wo ist Senja? Wie bitte? Wo wer ist? Ich bin hier. Gehen wir. Hey, Moment mal. Sehe ich das richtig? Sie ist eure Hilfe? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich diese Furie auf mein Schiff lasse. Einwurf. Es nähern sich noch mehr Feinde. Erlaubnis zur Verteidigung mit Terminierungsoption? Schluss mit den Kämpfen. Wir müssen Sakul verlassen. Ich bereite die Triebwerke vor. Seid bereit für den Abflug. Das Schiff wird es nie selbst aus dem Schlamm schaffen. Wir müssen ihm einen Stoß geben. Ich fahre die Triebwerke hoch. Hoffe ich zumindest. Wir schaffen das. Lasst eure Unruhe Wurzeln schlagen. Nur dann wird die Macht euch gehorchen. Sie schaffen es! Sie schaffen es wirklich! Kannst du das glauben? Beobachtung. Das Schiff erhebt sich. Schlussfolgerung. Daran zu glauben, ist nicht erforderlich. Schön, dass du es kapiert hast. Und jetzt rein hier, damit wir endlich los können. Thank you.
Na, wie ist das? Meine Gravestone bewegt sich. Wenn man bedenkt, in welchem Zustand wir sie gefunden haben, habt ihr euch wirklich selbst übertroffen. Alles Teamarbeit. Ich würde sagen, hier hat sich jeder übertroffen. Achtung! Wir verlassen den Hyperraum! Wir haben Gesellschaft! Die ewige Flotte. Sie feuern nicht. Ein hässliches Schiff. Worauf wartest du? Macht schon. Haka, kümmere dich um den Hyperantrieb. Lana, an die Schilde. Und wir brauchen einen Schützen. Ich kümmere mich darum. Die Omnikanone ist bereit. Im Zentrum befindet sich ein Großkampfschiff. Ich sehe es. Gut. Dann mal los. Fünf Ziele. Zehn. Es werden immer mehr. Unglaublich. Wir könnten es mit der ganzen Flotte aufnehmen. Bemerkung. Der Hyperantrieb erfüllt jetzt die minimalen Funktionalitätsvoraussetzungen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Also gut, verschwinden wir von hier. Mit einem Schuss mehr als zwei Dutzend Schiffe verloren. Das ist also die Gravestone. Sie ist wirklich so mächtig, wie man sich erzählt. Es steht alles auf dem Spiel. Sakul, der Thron, meine Vision für die Galaxis. Und das nur, weil der Fremdling entkommen konnte. Dir gebe ich natürlich keine Schuld daran. Das hatte ich auch nicht angenommen. Vater hat uns alle zurückgehalten. Dich mehr noch als uns. So viel pure Kraft. Und doch bist du gerade erst dabei, deine Flügel auszubreiten und deine Grenzen zu finden. Es ist schön, zur Abwechslung mal geschätzt zu werden. Also, was jetzt? Jetzt handle ich. Nein, nein, nein! Was ist passiert? Der Hyperantrieb hat funktioniert. Und zwar genau einmal. Außerdem ist die Omnikanone durchgebrannt. Was für ein Chaos. Immerhin sind wir in Sicherheit vor der Flotte. Ich sollte es schaffen, uns ins Asyl zu bringen. Aber ich würde nicht darauf wetten. Müssen wir dafür erst einen Antrag stellen? Nein, das erübrigt sich. Das Asyl ist ein Himmelshafen. Dort sind wir vor Arkans Patrouillen in Sicherheit. War sie wirklich nötig? Sie hat uns mit der Gravestone geholfen. Und sie hat an unserer Seite gekämpft. Und sie hat mich jahrelang wie ein Tier gejagt. Sie war einer von Arkans treuen Rittern. Ich dachte, ich würde Sakul dienen. Ihr hattet eure Verantwortungsbereiche einfach im Stich gelassen. Es scheint, dass ihr beide jetzt auf derselben Seite steht. Was auch immer in der Vergangenheit passiert ist, es ist besser, sie jetzt ruhen zu lassen. Ihr habt keine Ahnung, wozu sie fähig ist. Ihr wart nicht dort. Wissen Sie denn, zu was ihr fähig seid, Vortena? Wenn mich jemand braucht, ich bin irgendwo. Ihr hättet vorher ruhig mit mir reden können. Ja, das wäre bestimmt ein interessantes Gespräch geworden.
Natürlich! Dann repariere ich die Gravestone eben ganz alleine! Warum gibt es nie ein Wartungshandbuch? Hey, könnt ihr die Energie abschalten? Gleich da drüben. Danke. Ich kann darauf verzichten, mir jetzt auch noch einen Stromschlag zu verpassen. Dieses Schiff ist wirklich etwas Besonderes. Es hat sich nur niemand darum gekümmert. Ihr habt euch ja schnell an das Schiff gewöhnt. Nichts für ungut, aber nur die Gravestone kann die Galaxis vor Arkham retten. Nicht ihr, nicht ich und ganz sicher nicht Xenia. Lana glaubt, dass sie uns helfen kann. Das reicht mir völlig. Hey, ich vertraue Lana auch. Sie bedeutet mir... Ich will damit nur sagen, dass sie Xenia vielleicht nicht so gut kennt, wie sie glaubt. Xenia handelt nach ihrem... Ich weiß auch nicht. Vielleicht nach ihrem eng gefassten Sinn für Gerechtigkeit. Nur weil eure Ziele dieselben sind, heißt das nicht, dass sie tun wird, was ihr von ihr verlangt. Glaubt mir. Vergesst nur nicht, wer alles liegen gelassen hat, um den Turm zu stürmen und euch mit Lana aus dem Carbonit zu holen. In Ordnung? Ohne euch wäre ich jetzt eine gefrorene Leiche. Wisst ihr, ich habe ein gutes Gefühl. Wir kriegen Arkan. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Einer muss ja dafür sorgen, dass uns die Gravestone bis zum Asyl bringt. Hey, ich weiß, dass Lana nicht unbedingt in Redelaune ist. Aber ihr solltet mal mit ihr sprechen. Eure Machtdemonstration beunruhigt mich. Sehr sogar. Ich hoffe, ihr wisst, dass diese Macht einen Preis haben wird. Einen hohen Preis. Ich werde vorsichtig sein. Ich fühle mich irgendwie noch unwohl. Valkorion mag nützlich für uns sein, aber er ist noch genauso gefährlich wie früher. Darum brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Und Xenia wird eine große Hilfe sein. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr hättet mir sagen können, dass Verstärkung unterwegs ist. Ich wollte, dass ihr ihr unvoreingenommen begegnet. Ich wollte sehen, ob ihr sie so seht, wie ich es getan habe. Wir haben uns kurz nach meiner Ankunft im wilden Raum getroffen. Xenia war auf der Jagd nach Koth. Und ich hoffte, etwas über euren Verbleib zu erfahren. Wir haben alle Informationen ausgetauscht, die wir hatten. Damals wusste ich natürlich nicht, wer Koth wirklich war. Das ist schon Jahre her. Die beiden müssen ihre Differenzen beilegen. Das wird nicht leicht. Ich sollte mit meiner Meditation fortfahren. Und ihr solltet Xenia besser kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf Anhieb sympathisch findet, aber faszinierend ist sie auf alle Fälle. Anfrage. Haben die Streitigkeiten zwischen den Fleischsäcken nachgelassen? Hast du etwa gelauscht? Richtigstellung. Ich habe nur Aktivitäten überwacht, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Bericht. Ich habe das Innere des Schiffs überprüft. Analyse. Es gibt zahlreiche versiegelte Passagen und ich kann nicht feststellen, was sich auf der anderen Seite befindet. Der Sache sollte man bei Zeiten mal nachgehen. Enthüllung. Ich habe einen besonders seltsamen Ort entdeckt, der sich von allen anderen Orten auf der Gravestone unterscheidet. Ich wollte feststellen, ob sich darin Waffen finden lassen. Aber der neue Fleischsack hat mich aufgehalten. Anfrage. Irgendwelche Befehle? Finde heraus, ob du Koth bei seinen Reparaturen helfen kannst. Sarkasmus. Wie aufregend. Ich kann es kaum erwarten, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Ich weiß. Ich konnte mich der Faszination dieses Ortes auch nicht entziehen. Die Stimmung erinnert mich an ein Lied, das ich geschrieben habe. Das würde ich gerne hören. Vielleicht ein paar Strophen? Ohne Begleitstimme? So mutig bin ich nicht. Ihr seid ganz anders als die Person, der ich im Sumpf begegnet bin. Ein Ritter zu sein bedeutet für mich alles. Aber ich bin mehr als nur das. Wenn ich arbeite, bin ich die, die ich sein muss. Ansonsten bin ich einfach ich. Ihr scheint mir gar nicht so unähnlich zu sein. Ich folge einem Kodex, aber nicht Wort für Wort.
Ich habe euren Kodex gehört. Sieg durch Leidenschaft. Ein mächtiger Gedanke. Arkan denkt ganz ähnlich. Ich weiß, warum ich gegen ihn kämpfe. Was ist euer Grund? Obwohl unser unsterblicher Imperator schon seit Jahren tot ist, sehen die meisten vor lauter Schuldgefühlen gar nicht, was vor sich geht. Arkan ist tyrannisch und grausam geworden. Er wird jeden vernichten, der seinen Plan für die Galaxis nicht teilt. So viel zu mir. Und was ist mit euch? Alles, was ich getan habe, hat mich hierher geführt. Es ist mein Schicksal, Arkan gegenüberzutreten, um ihn aufzuhalten. Seid vorsichtig. Das Schicksal kann euer Urteil stärker trüben, als es Zweifel je schaffen könnten. Oder rum. Ihr seid nicht so, wie ich gedacht hätte. Ich kann noch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich weiß, dass ich es mit euch einfacher haben werde als mit Koth. Ich traue euch beiden nicht. Das ist nur fair. Doch mit der Zeit werdet ihr einem von uns mehr vertrauen als dem anderen. Alcorion lebt. Er ist nicht er selbst. Und er hat auch keinen neuen Körper. Es ist schwer zu erkennen. Und doch ist es unverkennbar. Seine Präsenz in der Macht war schon immer trügerisch. Wie auf dem Yavin-Mond. Ja. Und die vielen Male zuvor. Selbst als mein Leben davon abhing, habe ich ihn erst dann erkannt, als es zu spät war.